Nach der Besetzung einer Erdölpumpstation durch Umweltschützer ist es am Montag im US-Bundesstaat Minnesota zu Ausschreitungen gekommen. Nach einem friedlichen Protestmarsch mit mehreren hundert Teilnehmern hatten zahlreiche Demonstranten die Eingänge zu der Pumpstation verbarrikadiert. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest. Der Betreiber Enbridge teilte mit, man habe 44 Arbeiter von der Station evakuiert. Die 1968 in Betrieb genommene Pipeline Line 3 transportiert Rohöl auch aus den Ölsandgebieten der kanadischen Provinz Alberta zu den Raffinerien im mittleren Westen der USA. Eigentümer Enbridge erneuert die Pipeline derzeit, um die Transportmenge des Rohöls zu erhöhen. Die Pipeline-Gegner und indigene Gemeinden protestieren gegen die Erneuerung, weil sie die Risiken fürchten, die die Pipeline für Flüsse und Seen darstellt. Zu dem Bauvorhaben wird bis Ende Juni auch ein Gerichtsurteil erwartet.